Moin moin liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Sylt TV. Die ehemalige Feuerwache am Westerländer Rathaus wurde reaktiviert. Am Kaltumer Schöpfwerk ist ein Deichtor extra für Menschen mit Handicap installiert worden. Das ehemalige Hotel Vier Jahreszeiten in Westerland wird in diesen Tagen abgerissen. Der Rasen der neuen Mitte hat sich deutlich von der starken Beanspruchung des letzten Wintermarktes erholt. Ich habe für Sie die höchste Erhebung der Insel erkundet und am vergangenen Samstag dampfte der Längericher Traditionszug von Hamburg-Harburg aus nach Westerland. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anschauen unserer Sendung, eine gute Woche für Sie. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Dienstag.